Die Flüchtlingsthematik ist derzeit ein aktuelles und brisantes Thema. Allein in Deutschland werden laut des Bundesinnenministeriums dieses Jahr bis zu rekordhafte 800.000 Asylbewerber erwartet. Nicht nur die Unterbringung, sondern auch die Integration dieser Menschen stellen eine gewaltige Herausforderung dar. Doch was beinhaltet Integration? Ich hoffe, dass die Flüchtlinge dass sie bereit sind, sich auch mit den deutschen Lebensbedingungen irgendwie anzufreunden und die auch anzunehmen, ja, und nicht irgendwie im Ghetto bleiben. Dass er die deutsche Sprache gut beherrscht, dass er viele Kurse erhält, um die deutsche Sprache auch wirklich gut zu erlernen. So akzeptieren, wie es ist, mit Gesetzen, genau, mit allem drum und dran und nicht seine eigenen Sachen aus seinem Land hier einführen wollen und nach seinem Land leben wollen. Das funktioniert nicht. Im Endeffekt ist alles eine Geldsache. Wenn mehr Geld bereit steht, wenn die Politik mehr Geld dafür bereitstellt, dann kann man eben auch Leute einstellen, die sich dann zum Beispiel Sprachkurse anbieten. Kontaktfreudig, tolerant und der deutschen Sprache mächtig sein. Das sind die Forderungen der Befragten gegenüber den Flüchtlingen. Doch die Bereitschaft, die Tür für seine ausländischen Nachbarn zu öffnen, ist oft nicht gegeben. Das haben auch die drei Jugendlichen Lennart, Sven und Sönke erkannt und sich diese Aufgabe zu Herzen genommen. Sie gründeten die Facebook-Gemeinschaft Youth of Integration, bei der Jugendliche aus dem Münsterland Berührungsängste und Vorurteile beiseite schaffen. Sie unternehmen gemeinsame Dinge mit den Flüchtlingen, wie zum Beispiel Kochen oder Fußball spielen. Dazu gehört auch ein wöchentliches Treffen im PG-Haus, bei dem neue Aktionen geplant werden und der Austausch zwischen Flüchtlingen und Deutschen ermöglicht wird. Deswegen Integration beinhaltet eigentlich im ersten Schritt einfach vorbeigehen, fragen, wer bist du, wie heißt du, woher kommst du und offen sein. Und es ist halt wirklich echt berührend, weil ich konnte innerhalb von einem Monat oder so einer Familie, die eigentlich nichts hatte, sie waren irgendwie seit 3-4 Tagen, waren die bei uns in Altenberge, konnte ich alles geben. Das ist Yusuf. Er ist 37 Jahre alt und ist aufgrund von politischen Verfolgungen aus seiner Heimat Afrika Guinea geflohen. Derzeit wohnt er in Altenberg in einem Flüchtlingsheim und nimmt regelmäßig an den Aktionen von Youth of Integration teil. So when Lena came, the first he told me by this organization, I was happy, you know, I was want to know more. It's a good idea for young people. Think that idea to help people from immigration come, you know, other people here they don't do that. You know, they just watch us like we are strangers. It's only young people coming to us to ask us for this. This is good, you know. It's good for me, you know, to, you know, because I didn't expect that. I think maybe the young people, they're going to grow for us because the parents told about us, immigration, say, oh, this immigration is bad, but don't be friend with them. You know, I would think about it. That's what I mean. I don't want to be, you know, I don't want forcing myself to some kid. You know, like I say, hey, I want to be friends now. But now they're coming to me, I like that, I love that. I didn't expect that, you know. I would stay alone here, nobody coming, see me, what you want to do, you know. When I go out, dressing, the people show me, they scare me like I want to buy him, I'm strange. I say, you don't know me. If you know me, you're not gonna be scared of me, you know. Das Thema der Integration von Flüchtlingen wird nicht nur die nächsten Wochen und Monate präsent sein, es hängt jetzt von uns ab, inwiefern wir die nächsten Jahre mit den Flüchtlingen gestalten. Vermeiden und verstoßen wir die Menschen im Flüchtlingsheim? Oder machen wir das Beste daraus und geben Yusuf, Ali oder Selma eine Chance, ein Teil unserer Gesellschaft zu werden?